Oh, Entschuldigung, wir sind schon auf Sendung. Das tut mir natürlich herzlich leid. Ja. Mit meinem linken Zeigefinger auf dem Mausrad befestigt, zeige ich euch jetzt auch mal das Spiel aus der Ego-Perspektive. Ich wusste, dass es geht, ich habe es gerade mal ausprobiert. Inquisitor. Gut. Ja, ich bin am Überlegen. Aber ich glaube, ich fange sofort mal an, den ersten Bruch zu begehen, der noch ziemlich einfach ist. Das bleibt nicht unbedingt so, aber die ersten paar Brüche, die gehen eigentlich noch. Schauen wir mal. Das ist unser Schreibtisch, unser PC, wo wir alle Brüche planen. Und ja, es gibt da verschiedene Phasen, in denen wir das Ganze durchgehen. Es gibt einmal die Planung und es gibt dann einmal die Ausführung. Zeige ich euch. Zielgebäude wählen. Sollte ziemlich klar sein. Tankstelle, das ist unser erstes Einbruchsziel. Die kleine Tankstelle wird von Norman Phillip geführt. Obwohl es bei Norman nicht viel zu holen gibt, ist seine Tankstelle ein beliebtes Ziel für Gelegenheitsdiebe. Daher kontrolliert sie Normans bester Freund, der Polizist Dan Roy, regelmäßig und überprüft, ob alles seine Ordnung hat. Ziel: Beute im Wert von ca. $40 bzw. 4 Kilogramm mitnehmen. Ja, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, diese $40, ist quasi die Mindestbeute, die man erzielen muss, um diese Mission, ich sag mal Mission, ist ja eigentlich keine Mission, um diesen Bruch zu schaffen. Quasi Modo. Man kann teilweise auch mehr mitnehmen, zeige ich euch, und in dieser Mission können wir mehr als $40 mitnehmen. Ich glaube, es sind insgesamt $47 und ich zeige euch jetzt gleich auch mal, was das alles so ist. So, da klicken wir drauf. Hier nochmal der Text von gerade eben. 100% der Beute kriegt natürlich unser Matuka, ne? Unsere Tuke, unser Matuka. Auch Mentaka genannt in Fachkreisen, aber wie gesagt, ich mag Dreiecke lieber. Ja. Das ist unsere Karre, die wir momentan zur Verfügung haben, der Buck. Finde ich schon geil als Namen für ein Auto, der Buck 500 LE oder LE. Ladenpreis $0, ja, den kriegst du hinterhergeschmissen. Ist unglaublich. Ladekapazität 110 Kilogramm, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Zieh dir das mal rein. Von 0 auf 100 in 20 Sekunden. Aber es ist besser als gar nichts und wir haben auch gar keine andere Wahl, weil wir brauchen immer ein Fahrzeug. Wir können keine Brüche zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Tretboot, mit dem Bobbycar, mit dem Catcar und sonst wie machen. Nein, wir brauchen ein Fahrzeug. Komplizen könnten wir jetzt wählen. Zeige ich euch mal. Der würde 64% der Beute haben wollen, unserer Bruno Jackson. Und das Auto wäre natürlich überladen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Werkzeug wählen. Und wir haben ja bis jetzt nur die beiden. Da wird es auch noch sehr viel mehr geben. Und genau, ich dachte schon, die Musik müsste jetzt eigentlich ansetzen. Das ist jetzt der Planungsmodus für den Bruch. Hier haben wir natürlich schön auf der Straße geparkt, wie man das natürlich auch immer so schön macht. Ja, das ist hier die Planungsmusik. Und das hier ist unser Einbruchsziel. Hier unten seht ihr schon, die Zeit wird angezeigt, wie lange wir brauchen. Und hier, wenn wir hier drauf drücken, klicken wir auf Aufnahme. Da können wir unsere Sachen wieder nochmal wählen. Da könnten wir Personen wechseln, wenn wir mehrere hätten. Haben wir aber nicht. So. Also. Dem sollten wir möglichst nicht begegnen. Und wir sollten seinem Lichtstrahl ausweichen. Ich gehe jetzt als erstes mal hier oben rein. Das ist der Polizist, der schon im Video genannt wurde, im Text genannt wurde. Und hier haben wir die ominöse Rolle Klopapier. Nein! Mit! So. Eignet sich aber auch ganz gut, dass ich das gerade mal so gezeigt habe, dass es nicht geklappt hat. Manchmal, das ist dieses Zielsystem, wenn man irgendwo hinklickt, dann geht er dahin und manchmal kommt das so ein bisschen durcheinander. Wir können jetzt hier zurückspulen. Als würden wir uns einen Film angucken. Jetzt nehmen wir wieder auf. So,
Jetzt klicken wir da drauf. Und Klopapier für 2 Dollar. Zieht euch das mal rein. Gut. Aber das ist natürlich nicht unser eigentliches Einbruchsziel, sondern die Petrol-Tankstelle. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, dass der werte Herr die Tür kontrolliert. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch denken, dass das Brecheisen ziemlich Radau macht und natürlich auch die Tür beschädigt. Deswegen nix gut. Was machen wir anstelle dessen? Wir machen natürlich... Das hier machen wir. Hier oben sehen wir die Hörschwelle. Im grünen Bereich ist noch alles okay. Bis hierhin ist grün. Sobald es rot ist... Uiuiui. Und man sollte natürlich immer schneller als der Polizist sein, der hier seine Runde geht. Was aber eigentlich meistens machbar ist. Hier sehen wir, wie lange er noch braucht. Und auch sehr schön, wie er da an dem... Achso, kann man so gar nicht sehen. An dem Fenster mit seinen Händen rumfuchtelt. Sehr angenehm. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Fenster genommen. Yes! Obwohl, man konnte in beide rein hier, genau. So, jetzt sind wir reingestiegen. Und... Ich würde sagen, obwohl wir können eigentlich auch schon die andere anfangen. Das sollte er nicht hören, selbst wenn er hier vorsteht. Und wenn nicht, stoppen wir mal kurz. Wir können ja mal so schauen, wann er hier... Hier kommt er gleich wieder. Das ist jetzt der allererste Bruch. Da ist natürlich noch alles sporadisch, nicht viel zu holen. Aber so, um mal wieder ins harte Geschäft wieder reinzukommen, ist es ganz geeignet. Ding, ding. Ach, ich liebe diese Musik. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... So, jetzt können wir schon reingucken. Ging ja ziemlich schnell. Heute. 42. Wir erinnern uns, wir mussten mindestens 40 Dollar einsacken. Das haben wir jetzt getan. Wir stellen uns jetzt mal wieder ans Fenster. Schöne Aussicht, sagt er. Das ist ganz prickelnd. Herzerweichend. Jetzt müssen wir warten, bis unser Freundchen hier wieder an der Tür ist. Und dann können wir uns rausschleichen und man könnte jetzt denken, naja, können wir wieder ins Auto. Könnten wir auch, machen wir aber nicht. Wir machen Folgendes. Nein! Scheiße. Auch so eine Sache, die mir jetzt gerade wieder einfällt, die man sich merken sollte, wenn man das Spiel selber spielt. Ich wollte jetzt hier draufklicken, denn den können wir als letztes noch mitnehmen. Dann haben wir 47 von 47 möglichen Dollar Beute. Wenn man da jetzt von hier drin einfach draufklickt, dann ist es so, dass Matt automatisch immer die nächste Tür nimmt. Sei sie aufgebrochen, aufgeschlossen, steht da jemand vor, völlig wurscht, er will da durchgehen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen spulen wir jetzt mal zurück, denn das können wir hier ja. Sobald man das merkt, ist es gut. Wenn man es erst hinterher merkt, wenn man es sich ansieht, ist das ein bisschen schlechter. Muss man es halt nochmal machen. So. Wir machen das jetzt mal so. Wir öffnen das Fenster. Er dürft uns nicht sehen. Krallen uns diesen Feuerlöscher. Genau. Und versuchen... kann man das Auto von hier... Da hinten ist es irgendwo. Da. Klicken wir hier drauf. Und dann hoffe ich mal, dass der erste Plan, der erste Bruch erfolgreich geklappt hat. Wie gesagt, das ist jetzt hier noch die Planungsphase. Klack. So, jetzt ist er drin. Zeit ist gestoppt. 1:54. Soweit ich mich erinnere, ist die Referenzzeit, also die, ja, wie soll man das beschreiben, die Zeit, die man, die der Spieleentwickler dafür eingeplant hat, 1:51 oder 1:52. Ich glaube 1:52. Ich habe mir mal so einen Zettel geschrieben. Ich gucke mal eben nach. Einen Moment. Ich habe mir damals mal so einen Zettel geschrieben. 1:50 sogar Referenzzeit, wenn das stimmt, was ich mir darauf geschrieben habe. Jetzt klickt man hier auf den Fall. Wollen Sie die Aufzeichnung beenden? Aber sowas von. So. Freier Speicherstand. UNO. Nenne ich es jetzt einfach mal. Underground Network Organization. Momentan hat es nur 2 Mitglieder, Matt Tucker und Bruno Jackson. Aber da kommen noch viel, viel mehr dazu. Und auch einige obstruse Gestalten, an die ihr jetzt vielleicht gar nicht denken würdet. Aber die kommen noch. Später mehr dazu. Tankstelle 1 für erster Versuch. So. Soweit so gut. Das kann eigentlich nicht sein, dass sie da noch liegt, aber das ist halt so der vorgefertigte Startbildschirm, deswegen liegt sie da jetzt einfach. Jetzt wird's spannend. Wir starten den Plan. Einen Moment, ich guck mal auf den Timer. Genau, den gucken wir uns jetzt noch an.
Jetzt sehen wir auch andere Musik. Wir sehen andere Musik, genau. Wir hören andere Musik. Und jetzt können wir nichts machen, außer vorspulen. Wir können auch nicht zurückspulen, soweit ich weiß. Wir können nur vorspulen. Wir schauen, ob es geklappt hat. Da hinten geht er. Lala. Boah. Also das sollte eigentlich geklappt haben, denke ich. Es sei denn, manchmal gibt es auch so Aufnahmen, die sind so ein bisschen buggy, so ein bisschen verbuggt, wo er dann auf einmal vor einer Tür steht und stehen bleibt, obwohl es eigentlich gar nicht so war in der Planung. Aber das gibt's halt manchmal, ist aber selten. Jetzt geht er rein, genau. Fenster schließt sich natürlich praktischerweise automatisch. Hightech. Ach ja, die Musik ist echt prima. Vor allem ist sie auch vielseitig und so schön jazzy, so, ja, lässig. Genau, krallst dir. Sehr schön. Mach dazu. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind ja durchs, genau, schöne Aussicht. Da wollte ich eigentlich aus dem Fenster rausgucken, um dann zu sehen, wann er durch das Fenster kommt. Aber naja. Man kann ja alles haben. Ist jetzt auch nicht so wild. Genau. Die Fenster kontrolliert er komischerweise nicht. Warum auch immer. Hält er anscheinend nicht für nötig, weil man könnte ja nicht durchs Fenster einbrechen. Nein, 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 nein. Und das war meine einzige Stelle vorhin, wo ich dachte, oh, da könnte es knapp werden. So früh aus dem Fenster, wenn er noch vor der Tür steht. Bam, bam, bam. Yes, Leute. We did it. Der Plan war erfolgreich. Erfolgsstatistik. Benötigte Beute $35. Mögliche Beute $47. Ach so. Aber da stand doch $40 eigentlich. Naja, egal. Gestohlene Beute 47. Benötigte Zeit 1,53. Referenzzeit 3 Sekunden drüber. Und mit jedem Bruch ist ja auch irgendwie logisch. Weil je öfter man einbricht, desto bekannter wird man. Und desto mehr könnte es eventuell Fakten geben, die sich auf unseren Matt hier beziehen als Einbrecher. Deswegen, bei jedem Bruch steigen die Polizeijacken. Hier um 2%. Plus 2, erst waren sie 0. Schlösser knacken hat sich verbessert. Das heißt, seine Fertigkeiten verbessern sich auch. Safes knacken hat er von sich aus schon 3% von alten Brüchen, denke ich mal. Wir haben jetzt keinen Safe geknackt. Alarmsysteme hatten wir auch noch nicht. Gut. Ja. Jetzt haben wir eine Rolle Klopapier, die sehr schön eckig ist, muss ich sagen. 100 Gramm wiegt die. Und wie gesagt, $2. Hier haben wir Geld, das waren 40, genau. Und ein Feuerlöscher. Diese Sachen, im Prinzip diese vier Sachen, aber eigentlich diese drei Sachen Beute, könnte man jetzt schon zu einem Hehler, an einen Hehler verkaufen. Zeige ich euch aber erst hinterher beim nächsten Bruch, wenn wir den fertig haben, oder beim übernächsten, ich weiß es noch nicht genau. Da gehen wir zum Hehler und natürlich kriegen wir nicht, noch nicht den vollen Preis, den vollen Wert für diese Sachen. Das Geld wird gewaschen, die Sachen werden dann an andere Leute verkauft. Das kriegen wir aber hinterher, denn hinterher gibt es einen Hehler, der uns den vollen Preis für diese Beutestücke erstattet. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ziemlich Knorke und Töfte obendrein. Gut. Der nächste Bruch in der nächsten Folge. Und dann zeige ich euch auch mal demnächst, ja, ich will nicht sagen, einen kleinen Trick, aber so ein legales Hilfsmittel, wie man hier an gutes Geld kommt, viel Taxi fahren kann und sich auch schicke Karren kaufen kann. Und Werkzeuge natürlich. Gut, haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.